Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu am nächsten. So, wo sind wir stehen geblieben? Genau, wir mussten ja. Ich bin jetzt verletzt. Genau, wir suchen immer noch. Wir versuchen immer noch diese Zugkuppel runterzukriegen. Ja, aber das wird's nicht sein. Machen wir gleich mal wieder zurück hier. Wieder ein ganz kribbeliges Gehirn. Das Gehirn ist ein bisschen anders als andere Gehirn. Das geht auch nicht mehr. Was mich beunruhigt, ist immer noch, wieso klingt das Wasser denn drin? Da ist doch irgendwas drin oder so. Irgendein Versuchsobjekt. Hammer und Meißel, was da machen kann? Fällt mir mal gerade so ein. Und das probieren wir jetzt. Ich habe auch keinen Griff gesehen. Ich will hier auch vorher nicht weg. Ich kann auch bestimmt vorher nicht weg. Das macht. Mann. Ich meine, ich weiß, dass es Geister sind, aber wenn jetzt wirklich noch einer drin klebt, ist das echt gerade. Das ist ein Generator. Generator. Das ist ein Generator, Leute. Ich muss wissen, jetzt die Zugbrücke runterkriegen. Die Frage ist nur, wie. Aber hier war auch kein Hebel oder sowas. Na, jetzt hin. Und ich übersehen einfach. Das ist auch gut möglich. Kette hoch. Ich raste aus. Es war doch so stumpf. Oh mein Gott. Ich hätte vorhin drauf kommen können. Sie rührt sich nicht. Das habe ich ja jetzt gar nicht erwartet. Zack, zack, zack. Und der dritte. 9th of August 1839. It is still early. And Alexander is busy preparing for the ritual later today. Seeing him this worked up makes me question why. What does he stand to gain? I realize he is curious about it all, but surely there must be more. Is he so foolish he will attempt to tame the power of the orb? I must admit that yesterday, when Alexander flooded the inner sanctum with blue light, I realized we had but graced the orb's true potential. This might turn out to be more than escaping a creeping shadow. It might be the beginning of something truly extraordinary. Okay. Spannend. Was ist jetzt? Nicht machen. Unser Gehirn dreht wieder. Die Gehirn. Brain Pain. Ist eine Wasserprobe? Hier, wenn wir hier eine kleine Probe haben, dann durch, oder? Ich versuche es trotzdem jetzt zu vermeiden, ins Wasser zu gehen. Eine Kerze wird ausgemacht. Das war eine Schwindung. Jetzt drüben noch mal gucken. Die Stimme ist nicht mehr zu hören. Tja. Wie kommst du nur? Am Sock ist es offen, wahrscheinlich. Doch mehr können wir hier nicht tun. Wir haben das Wasser umgeleitet, das heißt theoretisch, vielleicht können wir ja jetzt auch in den Keller. Das wäre natürlich auch was. Kellerkinder.
gucken, ob wir jetzt... Oh, Steuerraum. Ja, da kommen wir auch noch rein. Mensch. Kommt mir das eben nicht? Ich Idiot. Ich habe mich so auf die Brücke fixiert. Huch. Did we find this way? An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we planned. Okay. Bauteil. So viel steht schon mal fest. Gewichte. Was? Wir haben kein Öl mehr? So. Da liegt eine... Ich muss vorher mich umgucken. Irgendwas machen müssen. Mute ich mal. Oder auch nicht. Was hat das denn mit den Bauteilen auf sich? Deck fest. Deck fest. Deck fest. Ich fürchte aber, dass wir brauchen. Das lege ich mir hier schon mal hin. Das gleiche, oder? Ich dreh einfach mal nur, um zu gucken. Was auch immer es bewegt. Mal weiter. Warte, hier war doch auch noch so ein Rohr. Das nehme ich hier auch gleich mit. Das stelle ich erstmal hier. Schweres Tor. Die Atmosphäre hier. Hält so eine Kurbel im Ort, ne? Okay. Aktiviert. Wahrscheinlich ist das hier diese Energiequelle oder von was auch immer da geredet hat. Das ist auch wieder so ein Rohr. Ich auch erstmal wieder nach oben. Bestimmt auch mitnehmen. Die Arbeit und das Wissen, die ich in dieser Maschine steckte, werden von keinem Mann der Welt übertroffen. Ganze Generationen von Männern sind gestorben, seit ich zuerst versuchte, den Entwurf zu rekonstruieren. Denn ich bin beim Holzgerüst gefunden habe. Die Grenzen dieser Welt haben meine Arbeit unglaublich erschwert und mich gezwungen, die Dinge fast 100-mal größer zu bauen als den empfindlichen Apparat, den es nachahmen soll. Ganz zu schweigen von dem Strom des gezähmten Blitzes, ersetzt durch unter Druck gesetzt Dampf, der sich durch Rohre und Turbine drückt. Ich schäme mich, wenn ich daran denke, was wohl der Erfinder von meinem Monstrum gedacht hätte, wo er mit einem Vergrößerungsglas arbeitete, um alle Teile sorgsam aneinander zu
fügen, brauche ich 5 Männer, um einen Turm aus zusammengezimmerten Eisen zu errichten. Tja. Kann nur hoffen, dass es auch nur annähernd die Kraft einer Taschenuhr hat. War jetzt aber nicht sehr hilfreich. Irgendwie. Fest. Fest. Gehen hier irgendwie Verbindung? Wie ist es schon denn was Besonderes zu sagen? Ah, was haben wir denn da? Das muss doch bestimmt verbunden werden, oder? Ich hab's im Urin. Ich rate jetzt. Nee, war richtig. Okay, dann holen wir mal die anderen. Was nehmen wir jetzt hier? Jetzt mal was? Die Tür nicht irgendwie aufmachen müssen. Gut, da bin ich gut. Okay, du haust jetzt die Kisten. Bänge. Oh, das bedrückende Geräusch, ne? Das ist der Hammer, dieses Brr. Also, Brr war eine gute Beschreibung dafür, ich weiß. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist so eine klasse Atmosphäre. Auf welches Spiel ich mich auch freust, ey. Das rauskommt. Es fehlt noch ein Teil, oder? Daniel, is that you? What are you doing? Was wird hier denn? Nee, das ist nicht. Es fehlt irgendwie noch ein Teil. Eins, zwei. Vergessen, irgendwo mitzunehmen. Machen wir nicht in jeden Raum ein? Wofür haben wir denn eine Kurbel für eine Maschine? Ja, das ist mir klar. Ich muss ja irgendwas hier mal Ende denken machen. Die Frage ist nur was? Uns vorne um. Ich habe hier so ein. Ich habe hier unten noch was mit den Gewichten. Nee, das haben wir genommen. Das war ja von da. Dann hatten wir ein Teil von hier, wenn ich alles täusche. Klemmen die Ventile aber noch. Müsste genauso aussehen auf der anderen Seite. Ich finde es cool, dass wir kerzen können. Also. Jetzt hat er geklickt. Irgendwie. Ist irgendwie. Gut, so die beiden Rohre hatten wir mitgenommen. Mann, es fehlt noch eins. Ja, die Maschine. Die hat mir das Rohr doch auch mitgenommen, oder? Schon wieder Fragen über Fragen.
haben doch vier. Bin ich jetzt doof? Keine Antwort. Ein bisschen Öl. Öl immer gut. Come on. Können wir uns umstellen? Das muss es gewesen sein, denke ich mal. Weil da kam jetzt auch gerade so ein Motorraum oder so. Maschine läuft. Den ganzen alten Rohren nicht vertrauen würde, davon abgesehen. Weil das ist schon komisch. Gar nicht. Der steckt fest. Der steckt fest. Der steckt fest. Jetzt! Ah! War noch gar nicht fertig eben. Okay, okay. Okay. Jetzt bewirkt vielleicht das hier wieder was. Was auch immer. Ein Rastgeräusch kommt. Da war ein Klick. Da war ein Klick. So. Hier noch ein Dreh? Nee, die stecken fest. 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 Die Maschine müsste eigentlich an sein jetzt, oder? Hier noch eine Feinabstimmung. Steckt fest. Na gut, mehr können wir ja nicht tun. So bin ich. Dreht sich alles und ist alles zu lieb. So, in dem Sinne mache ich jetzt aber auch erstmal wieder eine Aufnahmepause. Wir haben die Maschine zum Laufen gekriegt und in der nächsten Folge sehen wir, was daraus jetzt geworden ist. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Däumchen hoch. Empfiehlt mich weiter, wir sehen uns beim nächsten Mal. Reinhauen, Leute. Tschüssi.